Your Highness, as agreed, you will face the ritual alone. I thank you for escorting me. We wish you a safe return. As history has proven, all those who stake claim to the throne without merit will spend eternity as fallen spirits. I must prove my worth as the next ruler. And I am no less prepared to sacrifice my life than those that have fallen before me. Most wise, Your Highness. Watch your back, Your Highness. Unacceptable. Those who enter the tomb must do so alone. Her life or death is in the hands of fate. Those not worthy of the throne are exactly that. You can't seriously think that. This is your sister. This is Melia. Easy, Rhine. But Dunban! This ritual holds a special significance. It is wrong for us to interfere. I don't like it. But am I right in saying that the rules of this ritual affect only Hyentia? Aha. And if some strange Homs happen to get involved, it wouldn't cause a problem. Or is there some rule that prohibits Homs from entering the tomb? No, I suppose not. Then look at it this way. I don't need to know how big a deal this ritual is to your people. Is it about me? What I do know is that your sister's life is at stake. Cut us a break, and we'll save her. Who are you? My name is Dunban. I'm sort of the protector of this Mekon-bashing band of Homs. Dunban, I know you. At the Battle of Sword Valley, you held back an entire wave of Mekon with the Monado. You know a lot about a battle you never showed up to. My apologies. We do not concern ourselves with the wars of others, be it against the Mekon or otherwise. I was only joking. You had your reasons. I can see that with all these defense systems, you don't really need to fight. Then it is decided. You can reach the tomb by transporter from the center gate. Her Highness has already entered. Shulk, you should hurry. Ja, moin. Wir haben einen Gast dabei. Aber der Gast darf doch nicht rein. Er ist doch High-End hier. So. Hey, Quests. Egal. Erstmal retten wir jetzt Melia. Weil bevor ich die ganzen Nebenquests mache, hätte ich Melia schon gesaved, weil wegen Charla und Melia Connection. Gast denkt sich, wer soll mich verpetzen? Yes? Treppe? Ach! Jetzt sind noch mal ein paar Quests erschienen. Ja, aber ich muss gerade mal gucken. Oh, scheiße. Wenn ich die Quests jetzt mache, verschwinden die aber nicht, oder? Wäre schön, wenn dabei stehen würde, wann die verschwinden. Gott sei Dank. Ruf der High-End hier.
This is the tomb. Defensive measures prevent intruders from entering. You will have to circumvent these to move within the tomb. One thing before we enter. Alvis, you can see the future like me. I am from a long line of seers dedicated to serving the Imperial family. My visions help to protect the Empire. But you're a Homs. Yes. But that is for another time. My ancestry wird noch aufgeklärt, warum er den Anhänger hat, der aussieht wie bei Mithra, der auf der Brust. Wird das aufgeklärt? You might say, oder ist das einfach nur, die Xenoblade-Entwickler hatten da Bock drauf? No. My visions appear suddenly, without warning. At first, they're obscure. Then, as it gets closer to the event, I start to understand. It seems you possess a power greater than I. Es gibt Theorien. Verdammt. Ich find's immer geiler, wenn das in den Spielen selbst erklärt wird. I still have not seen any danger befall Her Highness. Not much use as a seer, then, are you? Nothing passes you by, does it? Now you see why I ich meine, zu dem Zeitpunkt gab es Mithra noch nicht. What a lucky coincidence that I happen to see you in danger. A coincidence? But I've seen you use the Monado. The Monado. Also stopp, es gab Mithra schon, aber in einem Paralleluniversum. Und zu dieser Jahreszeit hatten die Entwickler vielleicht Xenoblade Chronicles 2 noch gar nicht auf dem Schirm. Das meine ich. Has been passed down the Imperial line for generations. The sword of the Bionis. It is compelled to do its master's bidding. Magnified greatly, it has the power to control the very fabric of our world. Ether. Control the ether, and your will is made reality. I willed it, and it happened. That is all. Perhaps due to that power, the High Entia sealed away the Monado for centuries. Eventually, it found its way into the hands of the Homs, and then you, Shulk. A coincidence, or something more? You must discover this yourself, for you are the one who wields the Monado. The Bionis is stirring. Spiel erinnert voll an Kingdom Hearts. Eigentlich erinnert nur Alvis an Kingdom Hearts. Nur der. Weil der aussieht wie ein Charakter aus Kingdom Hearts. Nur der erinnert an Kingdom Hearts, wenn wir ehrlich sind. Eben, das liegt nur an dem einen Charakter. The ancestral altar lies deep beneath the seals. What trials await me, I wonder? I must not lose focus. Wäre schon cool, wenn man jetzt auf einem Titan aus 2 wäre. Geht ja nicht, weil das eine Parallelwelt ist. Das ist ja nicht die gleiche Welt. Das sind ja zwei parallele Universen, also Welten, die irgendwie miteinander connected sind. Deswegen kann das ja gar nicht sein, dass das... Also wir sind ja auf einem Titan, auf dem Bionis. Das ist schon mit Titan so, aber es ist ja trotzdem eine andere Welt. Ich muss gerade lachen, weil in der Stadt nicht ein Schnellreisepunkt oder nur zwei oder so. Und hier, Eingang, 5 Meter weiter, Aufzug. Die Penner, ey. Das ist unglaublich. Nee, ist nicht die gleiche Welt. Es ist ja... 2512 cycles since last visitor. State your name and purpose. Melia Antiqua. Man hat ja am Ende von 2 schon gesehen, dass es nicht die gleiche Welt ist. Permission granted. Commencing analysis of genetic data. Also das Ende von 2 hat es ja schon verraten. Genau, die Parallele, wo die andere Hälfte von meinem Bauer drin klebt. Genau. It's so cold. There are remnants of ancient spirits in here. Architekt. This is no ordinary chill. Auch Herr Bauer, glaube ich. As I explained before, Dunban, the defense systems are designed to prevent uninvited... Well, what does this do? Don't touch! Huh?
Good job, Rain. Elemente abfeuern. Da Melia allein kämpft, sollte sie sich nicht auf die Stärkung ihrer Elemente verlassen, sondern sie frühzeitig abfeuern. Beim Kampf gegen eine Überzahl empfiehlt es sich, einzelne Gegner durch Hypnose einzuschläfern. RIP. Ich werde so oft sterben. Vorsicht, Techniken mit Flächenschaden wie Flammenruf können schlafende Gegner aufhängen. Oh, das wird anstrengend. Leckerwurst. Hat schon was vom Architekt hier, ne? Kann ich nicht einfach runterjumpen? Ich weiß gar nicht, was du kannst. Erstmal lesen, warte mal. Wasserruf. Ja, geil. Auto-Attack hat geregelt. Oh, das ist ja viel Damage, den wir machen. Den Schock. Weil du gelevelt hast, ist easy. Oh, es ist so langsam mit nur einem Charakter. Ich dachte jetzt, ich muss runter. Erscheinende Brücken bin ich nicht mehr gewohnt. Das war Endgame Xenoblade Chronicles 2, Mann. Da sind vielleicht Brücken erschienen, aber doch nicht hier. Element rufen und dann abfeuern. Ja, habe ich doch gerade gemacht, oder? Das war doch das in der Mitte, oder? Ist doch Element abfeuern. Wo stand das da? Kommt denn hier? Hier will irgendwas kämpfen. Also wenn ich Thunder gezaubert habe, kann ich Thunder direkt wegschießen. Und Wasser, kann ich Wasser wegschießen. Ah, ach so. Und jetzt kann ich Feuer und Elektro kombinieren und das lädt sich ein bisschen auf, oder was? Ah ja, okay, ich hab's verstanden. Dann geht's einen Tacken schneller. Ja, wenn ich die behalte, kriege ich Buffs. Das habe ich auch schon gesehen. Das habe ich gesehen bei einer Kette damals, als ich meine Kette mit ihr gemacht habe. Da hatte sie das Ding voll und hat irgendwie krass viele Elemente drin gehabt und war gebufft bis zum Ultimatum. Diese hässliche Maske auf hat. Ätherabwehr minus 10. Da haben wir 0. Ja, natürlich Premium. Moment, habe ich nicht eh schon 0 vielleicht? Ah ne, aber ich habe trotzdem eine gute Ätherabwehr. Also eigentlich kann man den ja nehmen. Ein guter Autoangriff. Aufgeschissen. Ein schönes Knast-Top. Ha? So.
schön auf Auto-Attack gehen. Weil das bei ihr nicht so Sinn macht. Von bei dem Wort Gruft denke ich an was anderes. Ich habe an eine Höhle gedacht und nicht an ein hochtechnisches Zentrum mit Maschinenwänden, auftauchenden Wegen und was weiß ich nicht alles. Moderne Gruft. You have done well, my descendant. Descendant? Are you the progenitor of Antiqua? Think of me as a recreation of said ancestor, possessing his thoughts and speech. Ist das die gleiche Stimme wie vom Architekt? Ja, ne? Passed away thousands of years ago. Do not mistake me for a living being. I am a replica of your ancestor. I am merely a projection of what he would be if you were to meet him now. I do not understand. But I do not suspect any falsehood in your words. Ist das die gleiche Stimme? Ich bin mir unsicher. If I could feel, I would feel joy. I am not real. Joy? What do you mean? The results of the gene analysis show Hom's gene integration of 80%. Estimates suggest evolution within 8 generations. Our wishes are almost fulfilled. Wishes? Our purpose, as decreed by the Bionis, is linked to our genetic sequence. We have spent millennia analyzing sequences to free ourselves from the curse. Only a certain gene set will unlock the mechanism and set us free. I still do not understand. It is of no consequence. I grant you this seal. Is this? It is you who will rule the High Entia. And likely be their last. Revered ancestor, I... Go forth and rule, my descendant. So the spirits look favorably upon you. Explain yourself. Only Imperials are permitted to enter this place. I am the subject of Her Highness the First Consort. I need no permission. Mother's subject? No impure child of the Second Consort has the right to refer to the First Consort as Mother. A filthy Hom's half-breed has no right to the throne. Uh-oh. Who puts a great big hole somewhere like that? Wäre froh, dass unten Wasser war. As I explained, it's a defense mechanism. What a mess, Ryan. Friend, not clever touching button. I'm with these guys, Ryan. How was I supposed to know that was gonna happen? What about your visions, eh? You think the two of you could come up with something? Keine Ahnung, dass es you know doof it doesn't work like that. It would have been useful, yes. Pair of fortune-telling frauds. You got us into this mess. And it's not the first time either. Ricky, agree with Shulk. Why is it my fault all of a sudden? Weil du den Knopf gedrückt hast? This time it is your fault. Precisely. Well, be thankful that we are all alive. I suggest greater care next time. Our journey will be longer, but we can still make our way deeper into the tomb. Okay. We can't waste another second. Melia needs us. Ja, bitte schnell.
Die haben jetzt Melia schon kurz vor ihren Tod gestellt. Aber eigentlich passiert das ja parallel zueinander. Och Mann. Grüne Dioden, okay. Ich will auch so Türen. Huch. Ach, hier greift mich eh nicht an. Ihr greift nämlich nur Melia an, weil Melia die Story-Charakter sind, der Story-Charakter ist und die angegriffen werden muss. Was ist hier los? Lol. Komm mal her. The enemy's weak. But don't drop your guard. I don't have time for small fry. Ricky can win by himself. Das hat alles da auch schon so Architekt-Charme wieder, so Architekt-Charme von 2, weißt du? Achso, die Stacheln sind schon weg. Wegen den ganzen Maschinen und so. Das lässt mich als Spieler von Teil 2 schon wieder Dinge denken. Das ist nicht gut. Eigentlich ist das gut. We can definitely do this. How good! This is the Monado's power. Yeah. Turn this off, Mike. Ich sehe nichts mehr. Hallo, es ist ich. Ach so, weil ich in den weißen Raum gedrückt wurde. Okay. Ich dachte schon, was ist jetzt los? Die haben irgendein Item, das ich brauche, und ich krieg's nicht, und es rippt mich schon wieder hart. Es ist aber nett, dass sie in so Wandboxen warten, bis ich sie angreife. Das ist echt gut, dass ich gelevelt habe. Das spart mir eine Menge Kämpfe, die ich nicht will. Die würden mich nämlich alle aus diesen Kammern angreifen, wenn ich jetzt nicht das Level hätte. Ach, gib dir mal eine richtige Kiste und nicht immer diese Pisskisten, wo der Scheiß drin ist, den keiner will. Wow. The enemy's weak, but don't drop your guard. Ricky can win by himself. I'm not too partial to these. Worldly. Monado, lend us your power. Everybody, hero time. Ach, der kriegt Dorn, wenn er auf dem Boden liegt? Das ist ja lustig. Yeah. We're the best, but we mustn't be careless. Everyone do good. Ja, die Antenne brauche ich nämlich, 3 Stück. Das ist jetzt unangenehm. Das wird jetzt ein Kampf gegen 3 wahrscheinlich. Warte mal. Außer ich kriege ihn gepult. Ah, kommen alle mit. Okay. Die Dornen in den Spielen sind sehr vielfältig. Ja. Hab ich gemerkt. Ich darf einfach mal Dornen, wenn das Monster liegt. Auch neu. Gab es vorher auch nicht. Total Overkill jetzt hier. Oh, erzeugt Blutung, ist bei einer Maschine bestimmt sinnig. Obwohl, eine Maschine kann ja auch bluten, kommt halt Öl raus, ne? Wo ist bei dem Ding hinten? Erstmal ist da hinten, wo es nicht bei mir ist. So. Das ist die Seite, okay. Die Kette von Alvis wurde in Xenoblade Chronicles Definitive Edition ersetzt, also war die vorher anders und die wollten einfach nur, dass die Leute von 2 denken, oh, das hat was miteinander zu tun. Das wäre doof.
Aber das ist ja doof. Außer es, außer jetzt nicht spoilern, außer es kommt am Ende raus. Erbauer, Elvis, Hyentia, die haben doch irgendwie was miteinander zu tun und bla bla bla. Dann ist okay. Aber so? Weiß nicht. Wir müssen uns irgendwas ausdenken, damit die Leute in den Internetforen über das Spiel reden. Tausch die Kette aus. Ich bin wieder in diesem weißen Raum und ich sehe nichts. Kurz was Falsches gedrückt und ich dachte, ich hätte sie weggeschmissen. Das wäre wieder, hätte ich wieder was Wichtiges weggeworfen. Komm mit meiner Antenne, dann muss ich euch nicht mehr klatschen. Dann ist alles cool. Oh, gute Kiste. Antenne ist fast safe. Okay, nice, ist safe. Dann haben wir das schon mal. Davor hat er einen Schlüssel als Anhänger. Vielleicht haben die sich gedacht, bevor die Leute alle denken, der kommt aus Kingdom Hearts, machen wir den Schlüssel lieber weg. Vielleicht war das der Grund. Tal der Kaiser. Okay. Ach, das ist eine Wand zum Klettern? Willst du mich flicken? Was zur Hölle ist diese Wand? Vor allem, warum ist diese Wand so unpassend zum Rest in diesem Tempel? Wer hat sich diese Wand designtechnisch ausgedacht? Die passt überhaupt nicht hierhin. Warum macht ihr sowas? Was soll das? Oh, das gibt doch einen Kampf hier. Das gibt doch ein Kämpfchen. Wunder, dass es hier drin überhaupt Insekten gibt. Ich habe es mir so vorgestellt, das sind die Fußnägel der Gestorbenen, die hatten einfach große Füße. Nein. Einfach nein. Herr Elvis, du musst dich nur ausziehen, unsere Berufskleidung. Das ist ein big bowl of du gehörst auch nicht zum Team, something. Richtig. He'd look fun and sparkle. It's not attacking us, at least. Noch nicht. Oh. What's happening? Hey, look at that! Another defense mechanism. At a guess, we're looking at the tomb's guard. We're not getting past without a fight. Everyone, Melia needs us. We can't let this thing stop us. No problem. Time to break my record. Umgebaute Monster. Ich habe auch wieder Flashbacks auf 2. Rufus Oga. Hey Rufus. Greif mal nicht mich an. Auf die anderen. Danke. Würdest du nicht auf mich gehen? Laden 3? Okay, er bereitet was vor, das gefällt mir nicht. Oh. Hat aber nicht getroffen. Komm, wir schmeißen ihn um. Hä, wieso ist Ricky dran und ich Dunbin? Scheiße, das ist jetzt doof. Da ist Dunbin. Ich dachte schon, die Kette wird.
Ricky, full of surrender! Anyone would think we're not wanted. Achso, weil ich die Gruppe falsch war. Are we ever gonna find her? I think you'll find we had to take the long way because somebody pushed a certain button. Somebody mean Ryan. Gut, Ricky. Shut it, hairball. It was just a button. Relax. She will be fine. This route will lead us to the ritual altar. But time is of the essence. We've got to hurry. Weiter über die Fußnägel. Erstmal so machen. Alles so gelb, also so Sandfarben und so in dem Tempel und dann diese rote Wand mit Steinen drin. Ich weiß ja nicht. Ja, das ging doch ganz gut jetzt. Hallo, Nepp. Irgendein Praktikant hat sich diese Textur ausgedacht und dann dachten die, ja, die müssen wir jetzt auch einbauen. Komm, dreh dich zu den anderen beiden. Dann will ich dich... Muss die Kosten für Kantenmaler sparen. Rufus-Steuerung, Aerith-Schmuck. Drei Rufus-Steuerung, ja geil. Moment. Muss ich höher, ne? Nicht weiter runter. Höher. Wieso klebt Leckerwurst an der Wand? Ich frage nicht, wer da die Wurst an die Wand geschmiert hat. Und wie lange sie da schon klebt. Ey, ein Angriff und du drehst dich hin zu mir, so viel Damage war das jetzt auch nicht. Zweite Schatzkammer. Was für zweite Schatzkammer? Bin erstmal der Quest gefolgt. Oder Rufestörung. Sag nicht sowas, jetzt gehe ich zurück. Weil ich Angst habe, dass ich hier nie wieder rein kann. Komm, halt dich an der Wand fest. Jawohl. So. Oh oh. Oh oh, halt dich dran fest. Halt dich fest, gerade ging es doch auch. Gerade ging es doch auch. Ich halte mich nur an der Wand fest, wenn da drunter Boden ist. Ich schräg zur Wand war. Ach, der soll sich mal nicht so anstellen. Ist das da die Schatzkammer? Muss da rein. Das ist ein Raum, der keinen Eingang hat. Also so kein Podest. Das kann nur gut sein. Oh ne, jetzt ist er wieder da. Willst du mich verarschen?
Die muss gerade zur Wand. Egal, ich kletter. Kann man loslassen und dann sich wieder... Tschüss, Ricky. Oh Gott, ist das tief. Ciao, Ricky. Du bist so RIP. Oh mein Gott. Hang in there. Don't give up. Ricky ist nur noch ein Fleckenpon. Oh, Alter. Ich dachte, das wäre ein Monster. He's alive. Hallo? Brücke? Brücke? Keine Brücke? Okay. Jetzt, Alter, ernsthaft? Dein fucking Ernst. Warum? Warum gebt ihr mir Schnellreisepunkte, wenn ich sie doch nicht benutzen kann? Ihr Penner. Warum? Aber hochspringen und klettern ging nicht. Hang in there. Don't give up. Ricky macht das gerne. Hä, wie weit verfolgt er mich? Denn seine Range war schon lange ausgereizt. So. Ich vermute, da ist Schatzkammer. Das heißt, ich muss da hin. Ja, das Item an der Wand hatte ich schon dreimal. Ist jetzt nicht tragisch, dass ich das schon, dass ich das jetzt einmal verpasst habe. Und ich muss da eh nochmal lang. Get a hold of yourself. Weißt du, dadurch, dass ich hier die Schnellreisepunkte freigeschaltet habe, dachte ich ja, ja gut, ich kann ja später bestimmt nochmal ordentlich gucken. Ich habe ja Schnellreisepunkte. Von wegen. Da liegt nur das Item. Das muss ein gutes Item sein. Es ist bestimmt total scheiße und ich kletter da komplett umsonst rüber. Aber ich werde rüber klettern. Aber es liegt nur dieses Item da. Und ein Harmoniegespräch. Das muss ein gutes Item sein. Ach, Ricky. Hang in there. Don't give up. Natürlich. Aber das heißt, ich kann die später wieder rein. Das heißt, selbst wenn ich die Schatzkammer jetzt nicht mache, kann ich die später holen. Aber ich glaube, das ist ein Ort, da will ich eigentlich nicht wieder rein, wenn ich nicht muss. Und später kann ich dann auch die Schnellreisepunkte benutzen. Dann geht's. Komme ich dahin? Hier war ich überall. Gehen wir erstmal da lang und dann hoch. Ja, ich habe gerade gesehen, das ist die falsche. Bei denen sieht das voll sinnig aus, als ob die hier auf so ein Ding laufen.
Kriegt mich immer wieder das Vieh, ne? Hier schwimmt die Leckerwurst im Wasser. Lecker. Wieso ist ja eigentlich alles grün? Grüner Ohrwurm, grüne Diode. Blauer Marienkäfer. Auch fast grün. So, jetzt bin ich wieder oben. Okay. Mal alle Enden abgehen for safety, nicht dass da wieder ein Ende aufgedeckt wurde, wo ich gar nicht drin war. Okay. Und wieder runter. Hier ist sie nicht.